Willkommen, Winx. Ah, und wer ist das? Lasst mich raten, ist das nicht der heldenhafte Sohn von Peter Pan? Mein Name ist Matt. Matt, wie nett. Hört auf zu lachen. Zeigt ein bisschen Respekt. Dieses Schwert ist Peter Pans Schwert. Die Prophezeiung sagt, der, der das Zauberschwert bringt, wird der Held sein, der die Welt der Träume rettet. Also dann, lass mal sehen. Ja. Nicht vergessen, du musst auf deine Deckung achten. Die Prophezeiung wird sich erfüllen. Die Prophezeiung. Worum ging's da noch, Morgan? Offensichtlich bist du jetzt bereit, dein Schicksal zu erfüllen. Gut, einen Helden auf unserer Seite zu haben. Wir konnten Matt tatsächlich herbringen, ohne diesem grässlichen Kidnapper in die Arme zu laufen. Ja. Oh. Aber wir haben nie rausgefunden, wer das eigentlich war. Smee, offizielles Vorstellen. Herzlich willkommen, Matt. Das sollte ich behalten. Vielleicht hilft es mir, rauszufinden, wer dieser Angreifer ist. Du warst das. Du wolltest mich kidnappen. Nein, ich... Das ist der Beweis. Du hast ein Stück deines Anhängers in den Alpen verloren. Ich kann das erklären. Du elender Verräter, arbeitest für die Königin. Ich bin kein Verräter. Captain, Sie wissen ganz genau, dass ich... Na, du musst bestraft werden. Nein, es war doch... Es war ja kein echtes Kidnapping, also... Das reicht. Ruhe jetzt. Verräter haben gefälligst den Mund zu halten. Ich weiß nicht, hätte Smee sich all diese Aktionen alleine ausdenken können? Er wirkt nicht gerade wie ein großer Stratege. Jim, bist du sicher, dass es Smee war? Vielleicht sollten wir uns anhören, was er zu sagen hat. Piraten haben mit Verrätern kein Mitleid. Ja, Piraten haben kein Mitleid mit Verrätern. So ist das nun mal. Genau.